Servus und grüß euch zur Folge 21 von Tupac in Campus hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So, ich muss jetzt mal schauen, dass wir da vielleicht einmal irgendwann unsere Mitarbeiter weiterbilden, gell? Und Assistenten weiterbilden. Jetzt stellen wir mal noch zwei. Hier vorne Körperhygiene. Das war's von uns bei Radio Campus. Noch eine kleine Erinnerung. Gekauft. Wer hier beim Radio mitmachen möchte, kann sich gerne bei uns melden. Wir haben eine Menge Sendezeit und nicht annähernd genug Sender. Tingle, tanzt und toll. Nachrichtenberichte, Rezensionen, ja, Kommentare. Nimm mal Pipi, wir sind Mama, für alles offen, das Sendungslücken füllen kann. Absolut alles. Gute Nacht. Einen Studenten brauchen wir nur, dann haben wir das auch schon, ja? Ein Poster. Bestehendes Objekt nicht erreichbar. Du findest ein Poster nicht, oder was? Stufe 6 Robotik studieren, haben wir schon 9 Stück, da brauchen wir noch ein Forschungsobjekt, läuft noch, dann haben wir das auch durch, Campus müssen wir dann noch erweitern. Ich weiß nicht, was er mit dem Ding da mehr hat. Ja, was haben wir denn da wieder? Die Leute von Rotschberger waren mit der kürzlichen Promotion zufrieden. Es war vielleicht nichts Besonderes, schlecht gewürzt, labern und etwas lasch, aber so wird es bei Rotschberger eben gemacht. Etwas enttäuschend, aber man kann sich kaum darüber beschweren. Das haben wir jetzt eh schon wieder durch. Gut, das Clown-Zeug kannst du eh vergessen. Die haben wir eh schon drin. Haben wir denn da für Bücher beim Sammeln 25? Ach, das haben wieder die komischen Dinger da. Hilft mir das einmal als Ziel. Achso, die Hälfte dann da immer heraus. Oh, jetzt hat. Ja. Fledermausposter. Bitteschön. Ein Kicker möchte zum. Okay, da haben wir keine Kudaschpunkte mehr frei. 100 Punkte. 100 Punkte halt. Jetzt brauchen wir noch einen Studenten. Gut, die waren jetzt nicht so wichtig, die können wir weg da. Schnappen wir uns einmal einen Assistenten vielleicht oder einen Dozenten. Ha?
Putzmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Robotikstufe 1. Ich glaube, das Inspirieren des Reden immer nicht gut ist. Da haben wir nämlich da auch einen weitergebildet, die haben wir auch schon. Da müssen wir den Campus mal ein wenig nach oben bügeln, aber da haben wir dann ein bisschen mehr Geld. Man kann natürlich jetzt das Studiengebiet auch noch einführen, gell? Denkt, es kommt nicht schon. Gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Neun Wissenschaften, oh mein, oh mein, oh mein. Forschologie wäre natürlich nicht schlecht, gell? Jetzt natürlich aber wieder mehr Gebühren. Naja, schauen wir mal, vielleicht machen wir das dann auch noch dazu. Hexenhexerautomat. Häufige Fragen. Wenn etwas müffelt, bist es wahrscheinlich du. So, aber nicht nett. So, da wird jetzt wieder einer gebrained. Wurde jetzt wieder einer gebraindet. Sir Nigel Bitterbirth auf Two Point Radio. Der Nigel Pickles. Heute besprechen wir ironischerweise zum ersten Mal das Thema Fortsetzungen. Das, was uns ereilt, wenn die niederen Köpfe hinter irgendeinem Machwerk sich entscheiden, uns mit einer zweiten Ausgabe ihrer zweifelhaften Ergüsse zu beglücken. Draus kaufen sah echt gut ein, gell? Hausmeister brauchen wir einmal, das hilft sich ja nicht. Da schaut es überall aus. Eine dreckige Schlange. Fragt nach Käse. Schlägt nach, schlägt zu nicht. Hervorragende Körperhygiene. So, Bildungsministerium haben wir jetzt dann auch durch. Forschungsprojekt läuft. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Schlafsalen Oberbauen da. Kann ich den? So, jetzt hängen wir das einmal da um. Zur Erinnerung, man isst, was man isst. Wer also Müll in sich reinschaufelt. So.
lassen wir den nämlich mal ein bisschen größer. Den bauen wir dann noch aus und die Bibliothek. Machen wir da ums Eck auch noch größer. Das heißt, die kriegen wir zwar die Eingangstür. Über bei den Dingen sind jetzt auch wieder furchtbar angestanden, gell? Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar! So. Und natürlich. Sequelisierung, die Kunst des Wiederholens, stammt von dem lateinischen Wort sequa. Die bauen wir jetzt auch noch aus, das Zimmerchen da. Nach dem Gefühl der Übelkeit anhört, das sich beim Erleiden einer Fortsetzung einstellt. Vielleicht sollten die einfallslosen Möchtegerne unserer Zeit sich das zu Herzen nehmen. Eine Clownstruhe brauchen wir in dem Zimmer nicht, glaube ich. Kräutergarten mit duftenden Attraktivitäten. Ich mache noch ein paar Poster da rein, damit es besser schlafen könnt. Assistent wird in die Bibliothek gebeten. Haben wir den Raum da, glaube ich, auch mal optimal ausgenutzt. Die Toilette da oben reicht auch aus. Die Liebestunnel haben wir nicht. Schon jetzt wird frei dann. Wenn sie es brauchen, da schon, ja. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. 35 Punkte hätten wir. Schauen wir mal noch, was er da braucht dann. Bibliothek benötigt einen Assistenten. Jetzt müssen wir noch und noch ein bisschen mehr Personal einstellen. Eher weniger erfolgreich. Plaudert alles aus, schlechte Körperhygiene. Kulturmulcher. Ja, dann her mit die fettdrischenden Sachen da. Durchsage, gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Hat Angst vor Motten. Bild ständig durch. Schlechte Körperhygiene. Eine Aufenthaltsraumparty. Sequelisierung, die Kunst des Wiederholens.
Moment, das hatten wir jemand schon. Jemand einen Kerl in einem Insektenkostüm bestimmt. Ich hätte mich beinahe wiederholt und tat es dann doch nicht. Es ist also möglich. Und jetzt was Neues. Ich wollte jetzt nur mal warten, aber für den anderen Studiengang, da was da für Zimmer brauchen. Da steht aber nichts, gell? Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Warte mal, kann man da nicht? Na, das Zimmerverplaner. Events wird jetzt eigentlich gar nicht machen. Bildungsminister Tag und Foxbridge hat uns gebeten, einige unserer Studenten etwas weniger dumm zu machen. Und wenn wir Tag in den ganzen Raum dafür entlassen, winkt uns sogar eine zusätzliche Finanzspritze vom Ministerium. Na, her damit. Ein Leben ohne Duschen ist theoretisch möglich, aber sehr einsam. Haben wir eh schon, gell? Dem gelben Tisch hinstellen und so vorher. Wo ist denn der gelbe Tisch? So, bitte schon. Die Bibliothek ist schon wichtig, damit man da den Leuten Wissen einrichten kann. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Allgemein Wissenschaft, jetzt haben wir das auch geschafft. Hi, ich bin Jumbo McNally. Hier an der Jumbo University wurde jede Lehrkraft persönlich von jemandem ausgewählt, der persönlich von jemandem ausgewählt wurde, den ich persönlich ausgewählt habe. Das ist die Jumbo-Garantie. Jumbo University. Dein Leben im Großformat. Mit den Zimmerleveln herrichten, damit wir mehr. Was haben wir denn alles? Mega Hand 2. Bildet aber nur aus, gell? Das haben wir als Wissenschaftshub, die haben wir schon. Ich mag keinen bösen Roboter nicht, da haben wir alles schon Stufe 2. Immer wieder lauwarm unterwegs gehen. Eieieiei. Durchsage: gesunder Körper, gesunder Geist. Ja, das stammt von mir. Mülleimer haben wir schon, oder? Dann hängen wir mal eine Platine ein. Da ist eh schon alles drin. Tisch haben wir auch schon alles. Gut, die können wir gar nicht weit aufrüsten, das Zimmerchen. Hausmeister möchte es auch noch haben.
Ja, mit deinen schwachen Blasen geht ständig Hunger, hat ständig Durst. Die arbeitet oder nix. Bewegt sich schneller als der Durchschnitt. Zack. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Haben wir alles da, Schatzi? So, dann lassen wir das Ganze mal weiterlaufen und sehen wir uns in der nächsten Folge dann wieder, zu der ich natürlich recht herzlich einlade. Bis dahin, alles Liebe und Gute, bleibt gesund, I am Maverick, für dich.